Wir haben uns von dieser neuen Behandlung viel erhofft, aber bedauerlicherweise. Also, es gibt keine andere Behandlung, irgendetwas? Zurzeit leider nicht. Weiß er Bescheid? Nein, wir wollen ihm nichts sagen, auf keinen Fall. Oh, verdammt nochmal! Entschuldigen Sie, ich habe Sie nicht gesehen. Ich bin doch wohl auffällig genug in meinem komischen Aufzug. Warum sagen Sie so böse Worte? So ein dummer Bengel, erst bringt er mich zur Falle und dann wird er auch noch unverschämt. Los, verschwinde, du Zwerg! Madame! Was? Was ist denn Ihr Beruf? Ich bin Catcherin. Ha, das glaube ich nicht. Glaubst du es, wenn ich dir eine klebe? Provozier mich nicht, ja? Es juckt mich schon in den Fingern. Wollt ihr mir was Besonderes mitteilen? Hast du Lust, mit jemandem zu reden? Ich will die Dame in Rosa sehen. Mich? Er hat nach Ihnen verlangt. Super. Von heute an wirst du jeden Tag so leben, als stünde er für 10 Jahre. Ist das wahr? Es ist eine uralte Legende. Ich komme morgen wieder, wenn du ein Jugendlicher geworden bist. Aufregend. Komm, küss mich. Das gibt's doch überhaupt nicht. Es waren doch nur Küsse. Ein paar Küsse. Ein paar Küsse, ein paar Küsse. Die übertragen Bakterien. Lieber Gott, ich heiße Oskar. Dies ist mein erster Brief an dich. Nun, wir wissen aus einem Brief, dass ihm bewusst ist, wie ernst sein Zustand ist. Es gibt immer eine Lösung. Nein. Aber ja. Etwas Zauberhaftes. Ich bin ein bisschen müde. Du bist müde? Wie alt bist du? 18 Jahre? Mit 18 Jahren ist man doch nicht müde. Willst du, dass ich dich adoptiere? Ich hab dich lieb, weißt du. Lieber Gott, danke, dass ich Oskar kennenlernen durfte. Er hat mich mit so viel Liebe überschüttet, dass es für den Rest meines Lebens reicht.